Feierliche Eröffnung der weltweit ersten Consumer Lounge von Microsoft in Berlin. The Digital Eatery ist ein bislang einzigartiges Konzept aus Café und Showroom. Besucher können hier die digitale Produktwelt des Unternehmens live erleben und selber ausprobieren. Ob gemeinsam mit Freunden Xbox spielen, im Web surfen, Musik hören oder einfach mal woanders arbeiten, alles ist hier möglich. Die Devise lautet: gut essen und innovative Technik ausprobieren. Die Gäste der Eröffnungsfeier sind begeistert vom neuen Konzept. Ich glaube, das wird einfach ein ganz tolles Konzept von Microsoft für Touristen als Hotspot, die hier nach Berlin kommen, für die digitale Gesellschaft, die hier zusammenarbeiten kann, die sich hier treffen kann. Eine hervorragende Lage unter der Lindenecke Charlottenstraße. Ansonsten bin ich zu den Produkten selber noch nicht vorgedrungen, weil zu viele Menschen da sind. Also ich habe vorhin gesehen, da gibt es die Xbox mit der Kinect-Version, wo man ein bisschen hantieren kann, ein bisschen spielen kann. Diverse Geräte stehen hier rum, die man ausprobieren kann. Neben dem Café entstehen im neuen Microsoft Berlin derzeit noch Event- und Veranstaltungsbereiche, Büros für Mitarbeiter und eine ganze Etage für die Gründerförderung. Im Mittelpunkt steht jedoch die Digital Eatery. Microsoft ist im Wandel. Wir sind ein Unternehmen, was von einer Software-Company sich entwickelt, zu einem Anbieter von Hardware, von Services. Und das alles sieht man hier in der Digital Eatery. Wir haben einen Ort der Begegnung, einen Ort des Austausches. Und hier in der Digital Eatery können Konsumenten unsere Produkte ausprobieren in einer entspannten Atmosphäre und können einfach mal Microsoft hautnah erleben. Kaufdruck ist hier Fehlanzeige. Hier können die Besucher nach Herzenslust ausprobieren und sich Anregungen für künftige Anschaffungen holen.